Erinnert ihr euch noch an das Video vom 25.04.2021? In diesem Video haben wir das Baumfarmprojekt, was damalig ewige Zeit angedauert hat, beendet. Und in dem Video meinte ich ebenfalls, dass ich in Zukunft daran weiterbauen werde, aber das alles in einem Zusammenfassungsvideo droppen werde. Dass das doch so ausgeartet ist, wusste ich leider nicht. Denn ich habe in den vergangenen 3 Monaten sehr viel an dieser Baumfarm gemacht. Ich habe Dinge umgesetzt, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie so möglich sind. Und ebenfalls sind auch Ereignisse auf uns zugekommen, mit denen ich einfach nicht rechnen konnte. Falls ihr die vorherigen Baumfarm-Parts nicht kanntet, könnt ihr euch die gerne hier nochmal reinziehen. Eine kurze Zusammenfassung zum Baumfarm-Projekt. Ich brauche für den Ember Palace jede Menge Holz. Ich möchte in den Ember Palace ein riesiges Lagersystem reinbauen und dafür brauche ich einfach mehr als Unmasse an Holz. Bedeutet, wir haben in den vergangenen Folgen 4 Baumfarmen gebaut, die alle zusammenführen und in ein Lagersystem gehen. Diese laufen mit unfassbar viel Knochenmehl. Und Knochenmehl über eine Farm zu bekommen, ist mehr als schwierig. Heißt, wir haben eine Kaktusfarm gebaut, die das produzieren sollte. Und was ich daran gemacht habe und was für andere Dinge ich noch verändert habe an diesem gesamten Baumfarmkonzept, seht ihr heute. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Da ist hier ein Video, wo 100 plus Stunden reingeflossen sind. Anders kann ich es nicht sagen. Und schaut gerne bei meinen Livestreams auf Twitch jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag vorbei. Let's go. Einer. Ganz weird offscreen mit euch zu reden irgendwie, denn das alles, was ihr jetzt sehen werdet, hinter eurem Rücken passiert und niemand hat davon wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise was mitbekommen. Aber vielleicht macht es genau das so sehr spannend, denn wie vor ein wahrscheinlich für euch paar Wochen erzählt, möchte ich hier an diesem Farm, möchte ich an diesem gesamten System noch einiges machen, denn es gibt einiges zu tun. Ich habe mir hier mal eine Checkliste gemacht. Wir müssen einerseits mehr Knochenmehl ranbekommen, viel mehr Knochenmehl, was wahrscheinlich auch die meiste Zeit fressen wird, denn diese Farm hier muss um einiges größer gemacht werden. Dazu werde ich aber gleich nochmal was sagen. Ebenfalls will ich um die Kakteenfarm eine riesige Glasumrandung machen und wie schwer es ist, Glas zu ertrainen bei Villagern, sollte ebenfalls klar sein, das dauert auf jeden Fall seine Zeit und nicht zu vergessen, Digga, die eine halbautomatische Farm ist im Arsch. Ich weiß auch nicht, was daran kaputt ist. Auf jeden Fall geht diese Farm hier einfach nicht. Das funktioniert nicht. Jedoch ist das Hauptproblem des ganzen Systems halt, dass zu wenig Knochenmehl da ist. Und wenn das Knochenmehl gefixt ist und das funktioniert und auch die Glasumrandung da ist, hoffe ich mal inständig, dass dieses gesamte in sich geschlossene System endlich mal ohne Probleme worked. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal austesten, ob das Erhöhen dieser Baumfarm überhaupt was bringt. Ob sich die Zahl der Kakteen überhaupt in irgendeiner Art und Weise steigert, die hierbei zusammenkommen. Dafür werde ich ganz einfach an diese Position des Systems einen Trichter setzen, beziehungsweise das dort wegmachen, den Werfer und die Power Dwell und hier eine Kiste, eine Doppelkiste ransetzen. Und dann werden wir mal kurz hier für 10 Minuten, glatte 10 Minuten, ich stelle mir dann einen Wecker, AFK stehen und gucken, was da gleich rauskommt. So, dann setzen wir hier mal die Kiste hin und dann starte ich genau jetzt den Timer. Ah, und da haben wir es doch, da sind wir durch. 1 Stack und 32 Stück. Wenn wir das Ganze jetzt mit meinem Taschenrechner vergleichen, dann haben 10 Minuten 60 Sekunden. Bedeutet, wir haben 600 Sekunden verbracht und das durch, wie viel hatten wir? Durch, ja, 95 würde ich behaupten, wäre das dann 6,5 Knochenmehl die Sekunde. Und wenn wir 94 Knochenmehl haben, müssen wir 600 durch 91 rechnen. Ah nein, oh mein Gott, bin ich lost. Alle 6,5 Sekunden kommt ein Knochenmehl zusammen. So rum. Uff, uff. Bedeutet, ich werde jetzt 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder irgendwie sowas um den Dreh hier weiter verbringen, hier weiter die Baumfarm oder die Kakteenfarm hochziehen und werde danach mal das nächste Ergebnis ausrechnen und hoffen, dass wir unter 6,5 Sekunden kommen. Man darf auch nicht vergessen, dass die hier auch Knochenmehl geben. Also wir kommen schon so, denke ich, an die 5 Sekunden, also ein Knochenmehl in 5 Sekunden ran, ist halt leider immer noch nicht annähernd ausreichend. Deswegen werde ich das jetzt mal erhöhen und danach gucken wir mal das nächste Ergebnis an. Let's go, viel Spaß mit der Time. Ich habe jetzt hier die Kakteenfarm erstmal ein ganz kleines Stück erweitert, ein paar Etagen nach oben drauf gesetzt. Ob hier jetzt wirklich mehr Knochenmehl zusammenkommt, aber eigentlich nach der Erweiterung sollte das definitiv der Fall sein, wundert euch nicht. Ich habe hier ein paar Kisten gesetzt, damit wir die Kakteen direkt einsammeln, denn ich brauche ja Kakteen, um die Kakteenfarm zu erweitern. Oder war ein Messer? Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt den nächsten Test. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder.
Da ist er wieder. 10 Minuten vergangen und wir haben jetzt, ja, sagen wir 104, es wären eigentlich 103, aber wir machen mal 104. Und ihr seht, ja, es funktioniert. Okay, sehr gut. Wir werden diesen Kaktus-Tower ausbauen bis zum geht nicht mehr, bis auf Höhe 250, wenn es sein muss, oder 256. Hauptsache, er gibt am Ende ein Knochenmehl pro Sekunde. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, werde ich auch noch den Glasbeutel, Glasbehälter. Das wird ja dann auch nochmal richtig krank. Aber ich würde sagen, den kranken Aufbau, der jetzt folgen wird, den seht ihr weiterhin in der Timelapse. Let's go, rein da. Zum Glück hat sich's bestätigt, wir können weiter durchziehen. Rein da. Willkommen zurück aus der Timelapse. Ja, ich würde fast sagen, die legendäre Timelapse, denn was hier jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, ist... Ja, ich habe ein bisschen was geschafft. Ich meine, der Kaktus-Tower ist ein Stück gewachsen. Kleines Stück nur. Ich kann euch das Ganze mal von oben zeigen. Denn wenn wir jetzt hier oben ankommen, seht ihr, ja, die Kakteen sprießen und wir sind auf Höhe 255,5. Heißt ein Block höher und wir wären auf 256. Es geht nicht höher. Und von hier oben sieht das Ganze auch sehr, ja, bemerkenswert aus. Also wenn ich überlege, dass ich die ganzen Blöcke gefarmt habe und hier auch noch geplaced habe, ist das schon ordentlich was. Auch wenn man hier runterspringt, das fühlt sich irgendwie an... Als hätte ich das nicht alles per Hand gesetzt, so als wäre es einfach aufgetaucht, aber es ist halt alles gesetzt, so. Um das jetzt alles mal kurz zu zeigen, wir haben jetzt die unterste Ebene der Kakteenfarm direkt mit repariert, also das Schild fällt auf jeden Fall schon mal weg. Und außerdem, was ich noch unbedingt sagen wollte, eine Eisenfarm ist kaputt, beziehungsweise haben wir ein generelles Eisenfarmproblem, was in der Zwischenzeit aufgetaucht ist. Dafür blende ich mal hier kurz ein Replay ein. Und zwar ist hier ein Eisengolem gespawnt und der hat auch beim letzten Mal dort die Zombies so getötet. Das müssen wir ebenfalls alles noch, ja, wie soll ich sagen, aktualisieren, die Eisenfarm generell einmal umbauen, denn der ist hier hochgesprungen. Der stand hier, ist einfach hier hochgeplumpst und stand dann hier und hat die Zombies einmal getötet. Das gleiche ist bei der Seite hier passiert. Hier sind auch alle Zombies weg. Heißt, die Eisenfarmen funktionieren im Prinzip nicht mehr. Ihr seht auch der Next Step, die Glasumrandung der Kakteenfarm. Denn ich weiß leider noch nicht, ob diese Kakteenfarm wirklich genug produziert oder ob es da vielleicht doch noch Marke gibt und wir sie nach oben hin erweitern müssen. Ich habe mir da schon einen kleinen, ja, was heißt einen kleinen, sehr dicken Plan gemacht. Denn die Kakteenfarm enden ja an den Ecken hier, also an der Ecke, wo ich hier fliege und an dieser Ecke genau so, dass sie im Prinzip chunkmäßig noch geladen werden, wenn ich an den AFK-Spots der Farm stehe. An der Seite und an der Seite, wo ich gerade lang geflogen bin, kann ich sie auch nicht erweitern. Das funktioniert nicht. Heißt, ich kann hier schon die Umrandungen bauen, dass wir diese Kakteen, die hier runterfallen und hier auf den Rändern landen, was jede Menge ist, wie ihr seht. Auf jeden Fall können wir dann hier eine Umrandung bauen, dass das direkt hier reinplumpst und eingesammelt wird, zu Knochenmehl gemacht wird. Ja, ist noch jede Menge zu tun. Als allererstes würde ich aber sagen, wir gehen kurz in die Villager Trading Hall. Ich hole jetzt sehr, sehr viele Doppelkistenglas. Also wir brauchen hier richtig, richtig viel Glas. Ich denke, das ist errechenbar, dass wir pro Block 256 Glas brauchen, die wir nach oben müssen. Und dann haben wir ja ordentlich Weg zurückzulegen auf der Seite und auf der Seite da hinten. Wir brauchen sehr viele Stacks. Ich würde sagen, ich hole mal 6, 7, 8, 9 Doppelkisten erstmal. 9. Wir einigen uns mal auf 9 Doppelkisten Glas fürs Erste. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es hier zur Hand habe. So Leute, nach viel Zeit, die da jetzt reingeflossen ist, haben wir jetzt hier, ich glaube, 10 Doppelkisten, also 20 Schalkerkisten voll mit weißem Glas. Theoretisch müsste uns das ein riesiges, riesiges Plus an Kakteen geben, diese Wand, die hier hingezimmert wird. Mal sehen, ob wir alles verbaut bekommen, da bin ich sehr gespannt. Aber ich würde sagen, ich ziehe jetzt einmal diese Wand hier und einmal diese Wand um die Ecke hier hoch. Und danach testen wir erstmal, ob wir vielleicht schon am Ziel angekommen sind, ob wir vielleicht schon genug Knochenmehl zusammenbekommen. Glaube ich zwar noch nicht, aber wäre ziemlich spannend, wenn ja. Ja, aber ich würde sagen, viel Spaß in der Timelapse. Ich kümmere mich jetzt hier um die zwei Riesenwände. Rein da. Heftig, oder? Also, Bruder, auch von hier, es ist eine einmalige Farm. Ich glaube, wir werden nie wieder so einen Komplex schaffen können, wie wir es hier gemacht haben. Also, es sieht so unfassbar krank aus. Aber mal gucken, ob sich meine Vermutung bestätigt, ob es wirklich jetzt ein großes Plus gibt. Wir haben ja einerseits die Farm an sich erhöht. Sie... ja, wesentlich, wesentlich erhöht. Sie ist auf der maximalen Bauhöhe. Ebenfalls gibt es hier jetzt...
Glaswände außenrum, die im Prinzip den Stuff, der runterfällt, der vorher hier immer auf den Rändern lag, direkt abfängt und direkt alles mit einmal runterspült. Und dann machen wir hier eine Kiste ran und gucken mal, ob jetzt in den nächsten 10 Minuten hier pro Sekunde ein Knochenmehl zusammenkommt oder ob wir es jetzt noch vergrößern wollen, weil eigentlich will ich das Ziel mit einer Sekunde ein Knochenmehl doch irgendwie erreichen, und wenn ich so vergrößern muss, mache ich es. Aber ich denke mal, so viel größer muss das nicht werden. Dann stelle ich mir mal einen Timer auf in 10 Minuten und würde sagen, ab jetzt nehmen wir dieses Knochenmehl, was jetzt gleich hier reinkommt, also bei dem nächsten Knochenmehl, was reinkommt, nehmen wir es raus und danach geht's los. Ja, jetzt raus und Start. Da sind wir. Stopp. Es sind 3 Stacks und 10. Halt doch die Schnauze jetzt. Ich hab nochmal Start gedrückt. 3 Stacks und 10. Es waren 3 Stacks und 10. Stopp. Das ist sehr, sehr interessant. 3 Stacks und 10. Ich blende hier mal einen Vorher- und Nachher-Vergleich ein. Beim letzten Mal waren es um die 100. Jetzt sind es um die 200 Knochenmehl. Aber ja, wenn man überlegt, wie viele Sekunden 10 Minuten haben und dass ich dann nur 250 Knochenmehl zusammenbekomme. Ja, das ist nicht so gut. Also eigentlich echt nicht so gut, wenn man überlegt, was wir hier hingezimmert haben. Naja, scheinbar gibt es dann immer noch keinen Stopp. Scheinbar müssen wir nochmal ordentlich was hier dran machen. Und ich würde sagen, der nächste Step, den ich mir jetzt vornehme, ist das Videoende. Schaut gerne nächste Woche um 16 Uhr wieder am Sonntag hier rein, denn da wird der zweite Part des Baumfarm-Projekts sowie, ja, vielleicht das Ende online kommen.